Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Interviewformat Kulturk hier im Kufa-Haus. Heute begrüße ich die beiden Vorsitzenden von Antirost, nämlich den Günther Hinterberg und den Heinz Saalbach. Und zum anderen begrüße ich Martin Markwirt von Markwirt Design, also ein Künstler. Hallihallo und herzlich willkommen. Danke. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Dann kommen wir zur kleinen Vorstellungsrunde. Also, wer seid ihr? Wie lange kennt ihr euch? Was verbindet euch? Auch euch, also auch euch drei. Also erst mit euch beiden und dann mit Martin zusammen. Uns verbindet der gemeinsame Weg durch die Seniorenlandschaft in Braunschweig, über das Braunschweiger Journal, die Zeitung, über Antirost natürlich, was wir da machen. Ja, und die vielen gemeinsamen Interessen und auch unsere Freundschaft. Ja, ich habe Günther beim Braunschweiger Journal kennengelernt. Dort bin ich heute immer noch und es ist gerade wieder ein neues. Kurze Gegenfrage. Ja? Nur um alle abzuholen. Was ist denn das Braunschweiger Journal? Das ist eine Zeitung mit einem grünen Streifen. Ich nenne es immer das grüne Blatt. Das ist also eine Zeitschrift, erscheint alle 2 Monate. Und das ist mehr so eine Zeitung für Senioren. Aber auch junge Leute können aus der Zeitung viel lernen. Sie liegt also in Apotheken aus, wenn ihr wollt, auch bei euch mal demnächst. Und hier bei Antirost und im Krankenhaus, grüne Damen verteilen die. Mhm. So, und da habe ich, der Günther hat mich dann da angelockt, hat gesagt, kommst du mal mit zu Antirost, wir haben ein Projekt. Und seitdem hänge ich da bei Antirost und diene dem Verein. Und es macht Spaß. Und was macht ihr zusammen mit dem Martin? Ja, was machen wir zusammen? Also ich bin Grafikdesigner hier im westlichen Ringgebiet, schon seit 15 Jahren. Und so ungefähr so lange, wie es Antirost gibt. Und fast so lange kennen wir uns auch schon. Was bringt uns zusammen? Einige Projekte, die wir zusammen gemacht haben. Also ich mache Broschüren oder Faltblätter. Das Firmenschild habe ich für euch mal gemacht. Zum Beispiel das Bratwurstfahrrad habe ich mal mit Grafik versehen und Weihnachtskarten, verschiedene andere Dinge. Ne? Aber auch privat bin ich gern bei Antirost. Also da kann man Aktzeichnen machen zum Beispiel. Das mache ich eben als Kulturschaffender dann sehr gerne so. Und auch andere Tätigkeiten. Ich war mal mit der Lebenshilfe da. Da haben wir Sachen zusammengebaut aus Holz in der hervorragenden Werkstatt. Und die Nachbarschaft verbindet uns auch. Ne? Wir sind also ziemlich räumlich sehr nah aneinander, so, ne? In der Eckbert und in der Kramerstraße. Das Menschliche verbindet uns. Ne? Es ist also ganz, ganz toll bei Antirost. Da kann man viel lernen. Es wird viel Wissen vermittelt und aber auch viel Lebenserfahrung zum Beispiel. Ne? Und man muss nicht immer alles neu erfinden, denke ich. Man braucht auch nicht eine App. Man geht zu Antirost und kann wirklich viel, viel lernen. So, ne? Gut, dann kommen wir jetzt mal noch mal zu Günther. Du bist ja der Vorsitzende und bist auch der Gründer, Begründer von Antirost. Du hast dir das ausgedacht. Wie bist du auf die Idee gekommen und was ist Antirost? Antirost ist ein Virus, der sich breit gemacht hat, auch hier im westlichen Ringgebiet. Aber diese Idee stammt eigentlich aus Dänemark. Mhm. Dort nennt man das Aktivitätscenter. Und das ist ein Treffpunkt für Menschen verschiedener Generationen. Und man kann Dinge tun, damit man fit bleibt und damit man teilhaben kann an den Dingen des Lebens. Da gibt es dann auch oft Pflegeeinrichtungen. Und ich habe das mit einigen Leuten besucht und kennengelernt und war begeistert von der Vielfalt der Möglichkeiten, die man so im Alter tun kann. Und ja, dann habe ich gedacht, da ist ein Segment gewesen, nämlich etwas für Handwerker zu tun. Dort hatten ehemalige Straßenbahnchauffeure in der Stadt Weile in Südjütland, die haben ein Straßenbahndepot übernommen und die haben doch da tatsächlich Bier getrunken und die haben da gewerkelt und die standen in ihren Schlosseranzügen und haben mit Feuer gearbeitet, sie haben geschweißt, sie haben Kindern Roller repariert und weil ich so ein Schrauberherz habe, seit meiner frühen Jugend, hat mich das fasziniert und da habe ich gedacht, für die Leute in Braunschweig, die in den Industriebetrieben und in den Handwerksbetrieben gearbeitet haben, ein Leben lang, für die fehlt etwas, wenn danach kein Zugang mehr zu ihrer Arbeitswelt ist. Und so kam
diese Idee hierher, ins westliche Ringgebiet, in die Hugo-Luther-Straße, damals noch leer stehend, wo jetzt das Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum ist. So wurden wir von den Kirchengemeinden dort aufgenommen, ein völlig leeres Gebäude. Und dann haben wir losgelegt, haben mit Kindern Drachen gebastelt und haben gewerkelt und geschraubt. Auf der Suche nach einer besseren Bleibe, denn die wurde ja irgendwann aufgelöst. So kam diese Idee nach Braunschweig und ich habe sehr schnell Mitstreiter gefunden, die Lust hatten mitzumachen. Es gab das eine, dass man sich trifft, dass man miteinander etwas macht und dass man für andere etwas macht. Und auch gerade mit Menschen, die der Hilfe bedürfen. Auch Kinder sind in unserem Fokus. Und dann hast du dir gedacht, jetzt müsste ich mal einen Verein gründen. Ja, naja. Der ist jetzt 18 Jahre alt, richtig? Wir sind jetzt 18. Wir sind jetzt volljährig nach altem Muster. Und ich habe das Modell am Tag der Senioren vorgestellt, vor 18 Jahren. Und da hat es geblitzt und gedonnert, wie jetzt. Und ich stand mit einem kleinen Koffer mit Werkzeugen, skurrilen Werkzeugen von Schuhmachern, anderen Handwerkern, da so wie ein Verkäufer, der Schuhsohlen verkaufen will. Und dann kamen die Leute vorbei, ich kam ins Gespräch und da gab es dann eine Menge Leute, die sich für Handwerk interessierten. Und dann habe ich also so nochmal mit einigen Leuten gesprochen aus dem Bereich Seniorenrat, die das organisiert hatten und habe die Idee auch so kurz kundgetan. Und dann haben die gesagt, ja, stell das doch mal vor im Sozialausschuss und so weiter, im Seniorenrat. Und dann traf ich auf fruchtbaren Boden und dann suchten wir das Quartier in Braunschweig und dann haben wir angefangen, lange bevor wir einen Verein gegründet haben, haben wir etwas getan. Und auch lange bevor wir nach Geldern gefragt haben und nach Förderern, haben wir etwas getan. Das war so unser Ansatz. Just do it. Mhm. Und ihr habt jetzt an die 200 aktive Mitglieder und man glaubt es kaum, ihr habt über 300 verschiedene Projekte. Und du hast halt von diesen ganzen Handwerkssachen jetzt auch gesprochen. Ihr habt eine Holzwerkstatt, eine Metallwerkstatt, eine Druckwerkstatt. Und der Heinz, der macht aber eher den künstlerischen Bereich, ne? Dann gibt es ja Kultur und Literatur und Theater und Zeichnen. Was macht ihr da alles? Und Musik auch, ne? Ja, Musik, Theater. Du nicht Musik, aber die anderen machen gerne Musik. Wir singen auch mit 8, 9 Leuten, singen wir auch. Wollten wir morgen machen, das fällt aus, sind nicht alle dabei. Ich bin auch mechanisch tätig, Künstler, also von meinem Beruf her Feinmechaniker. Also fangen wir an, also wenn es ums Bohrerschleifen geht, dann, die werden ja bei uns stumpf, weil wir immer schwer arbeiten. Also ich kann noch Bohrerschleifen aus alter Zeit und ein Loch entgraten und solche Geschichten, aber das ist, glaube ich, kann man sich aneignen. Und wie gesagt, ich mache also dieses kleine Kunstmuseum, das kleinste Kunstmuseum der Welt, sagen wir immer. Weil auf 4 Metern ist also 100 Jahre Industriekultur untergebracht. Und das betreue ich und das mit auch mit Horst, unserem Kollegen bei Antihorst. Ich kann es ja nicht allein machen, das Ding ist ein bisschen Horst schwer. Horst Splett von der AG Industriekultur. Der ist auch dabei, ja, Industriekultur, aus der Braunschweigischen Landschaft. Und wir fahren dann so von Ort zu Ort. Ich will mal aufzählen, wo ich überall war. Im Bürgerpark am 1. Mai sind wir immer da. Ich war in Wolfenbüttel, in Weddel, Groß-Ilsede, Waldorfschule in Braunschweig, Bodenstedt-Länge, der Stadthalle. Ja, und hier am Nordbahnhof. Und dort sind wir dann immer vertreten und zeigen dann praktisch, was das Innenleben des Museums ist. Das sind also 12, 13 Stationen ab 1900 bis 2010. Und da wird dann gezeigt, welche Firmen zu diesem Zeitpunkt vor Ort waren. Es wird aber auch dargestellt, die Inflation. Auch zum Beispiel ein Plakat ist 1938, mein Beuger, wurde auch der Käfer geboren. Und solche Geschichten, seit Skitterwerke werden da beschrieben. Auch die Firma Brunswiger, wo ich auch mal gearbeitet habe. Rechenmaschinen, Gehirn aus Stahl hieß das damals. Gibt ja heute keine Gehirne mehr aus Stahl, die sind ja künstliche Intelligenz, die sind ganz weich. Und das geht hin bis zu Siemens Transporttechnik. Und da ist dann das Museum zu Ende. Und wer also das nicht geschafft hat, alles zu lesen, da gibt es dann auch eine kleine Broschüre. Hier für 2 Euro. Für 2 Euro, da kann man nochmal alles nachlesen. Das sind auch die ganzen
Plakate beschrieben. Ja, und wenn dann die Zeit vorbei ist mit der Ausstellung, dann fahren wir wieder zu Antirost, geben unseren Wagen da ab und dort wird er wieder eingepackt, schön ordentlich und wird dann gepflegt. Er ist auch schon mal in die Jahre gekommen und da haben wir ihn überholt mit den Leuten von der Bridge, haben wir ihn farblich wieder geschminkt sozusagen und dann wird er geölt, die Reifen werden geputzt und dann schließen wir ihn ab. Und wenn mal jemand kommt und sagt, wie war das hier mit der Industrie, dann schließen wir ihn auch wieder auf. Und bis zum nächsten Mal, wenn er wieder nach Bodenstedt soll oder wo auch immer. Dann bin ich noch tätig bei der Firma, eine kleine Betriebszeitschrift, Zahnrad nennt sich das. Dort bin ich zuständig, immer die Leute einzuladen und zu terminieren. Ich nenne mich auch Terminator in dem Sinne. Und ja, das sind so meine Aufgaben. Ich bin auch ein paar Okerwelle und dort haben wir auch monatlich eine Sendung Soziales in Braunschweig. Dann bin ich, was mache ich noch, Günther? Bei uns machst du viele organisatorische Dinge. Es geht auch um gestalterische Fragen. Ich habe es vergessen. Wir haben ja auch diese Rollatorenreparatur. Und wenn die ausgeliefert werden nach Afrika, dann habe ich meine Brillenabteilung. Ich putze die Brillen mit Ultraschall. Das hat uns Abend Gutzeit gegeben, dieses Ultraschallgerät. Und dann geben wir auch immer Brillen mit den Rollatoren. Die man in Afrika wohl auf den Tisch legt und jeder guckt mal durch und sagt, oh, kann ich besser gucken? Oder es sind Optiker vor Ort, die das ausmessen. Also das mache ich auch und ich bringe auch mal eine Papiertonne weg, wenn es nötig ist. Woher kommen denn die Rollatoren für Afrika? Die kriegen wir aus Altenheim, wo Leute verstorben sind, die werden nicht mehr benutzt oder die auch ein bisschen klapprig geworden sind. Und die werden bei uns aufgemöbelt, werden geputzt, fast mit der Zahnbürste, geölt und dann eingelagert. Und dann geht es nach Namibia. Aber Günther, da kannst du erzählen. Ich glaube, das ist jetzt momentan ruhig geworden mit der Namibia-Hilfe. Ja, es ist wenn ich dazu was sagen darf. Ja. Also wir haben fast 3000 Rollstühle und Rollatoren aufgearbeitet, zum Teil mit Schülern, haben dann auch mal Parcoursfahrten gemacht. Wie ist das, wenn ich ein Handicap habe und habe einen Basketball dabei, fahren die mal so rum, durchs Quartier gefahren und haben geguckt, wo sind Bordsteine, Barrierefreiheit, also Schüler mal in diese Situation verbracht. Und wir haben inzwischen fast 3000 Rollstühle und Rollatoren in fast neuwertigen Zustand versetzt. Neue Reifen drauf, Schläuche, Bremsen, alles gecheckt, dann kommt da ein Siegel dran. Und dann gehen die kostenlos als Geschenk nach Afrika. Und das ist wirklich ein ganz großes Hilfsprojekt, was wir sowohl in einem Arbeitsteam mit 4 Leuten bei uns betreiben, als auch gelegentlich dann mit Schülern. Im Augenblick fällt das flach wegen Corona, aber ansonsten ist diese Werkstatt wirklich ganz fleißig und das sind große Berge. Und wir haben auch Nähmaschinen, wenn ich das noch ergänzen darf, Nähmaschinen nach Bethlehem geschickt mit der Domgemeinde. Und wir haben mit den Ärzten ohne Grenzen haben wir Prothesen gesammelt und die in Kriegsgebiete geschickt. Also wir sind da ganz vielseitig unterwegs, je nachdem, was Bedarf ist. Und wir hatten mal in Rumänien war ein Krankenhaus überschwemmt worden. Da hatten wir mal mit einem anderen Kollegen, der jetzt leider nicht mehr dabei ist, haben wir dann ganz schnell Betten besorgt und haben so einen Transport dahin. Also wir helfen, wo wir können. Und sie helfen alle ehrenamtlich und kostenlos, das muss man sagen. Und da ist ganz schön Manpower hinter. Und das Schöne ist eigentlich, wie wir das machen. Nicht, dass wir das machen, wie wir das machen, dass die Atmosphäre gut ist, dass wir Nachbarn und Freunde haben, die uns helfen. Naja, und wir sind als Verein nur 50 Mitglieder. Aber wir haben viel mehr Leute, die mitwirken. Und bei uns muss man kein Vereinsmeier oder Mitglied sein. Man kommt hin, wenn man Lust hat. Und schaut sich das mal an. Wir hatten heute gerade wieder ein interessantes Vorstellungsgespräch. Wir brauchen Personal. Wir müssen uns verjüngen. Und ich bin weit über 70. Heinz ist mindestens so alt. Ne? Ja. 83. Ja, gut. Und insofern brauchen wir auch Verjüngung. Und wir brauchen auch Menschen, die organisieren und die für andere da sein wollen. Aber natürlich auch, die ihren Spaß haben, vielleicht bei uns was zu machen. Ja, ihr seid hauptamtlich Ehrenamtler, hast du gesagt. Ne? Ja, ich wurde mal interviewt in der BZ, weil ich dann auch in den Ruhestand ging. Und dann wurde mir angekündigt, ich wäre vom Beruf ehrenamtlich, weil ich ja alle meine Geschichten da erzählt habe. Und seitdem klebt das an mir. Ja. Obwohl andere sind ja auch ehrenamtlich. Du auch, Günther.
Klar. Vom Beruf. Obwohl es schon manchmal ein ganz schöner Fulltime-Job war. Ne? Und das muss dann auch irgendwann mal anders sein. Also ich habe mir vorgenommen, mit 75 will ich dann Rentier werden. Dann will ich auch mehr Freiheiten haben, das zu tun, Schrauben etc., wozu ich Lust habe. Im Augenblick ist doch die organisatorische Last ziemlich groß und wir haben ein riesen Netzwerk und es ist sehr viel Arbeit. Nur deshalb ist es auch so gelungen und weil die Stimmung bei uns gut sein muss. Das ist das Allerwichtigste vielleicht von allem, dass wir unsere Freude haben dabei. Ja, ihr habt es euch zur Aufgabe gemacht, dass ihr sagt, alte Menschen brauchen eine sinnvolle Tätigkeit. Ne? Oder die Weitergabe von Erfahrungen und unser Wissen an andere ist wichtig und auch die Teilhabe junger Menschen an unserer Berufserfahrung. Richtig. Ja, das genau. Ne? Mhm. Die Dinge. Und alte Menschen brauchen eine Zukunft. Es kann nicht sein, dass dieser große Bevölkerungsanteil eigentlich hinten überfällt. Ich meine, jetzt zur Wahl könnte man sich besinnen und sagen, wow, was für ein Pfund gegen die Senioren, deren breiter Meinung kann niemand etwas anrichten, aber man ist sich nicht dessen im Klaren, dass man etwas für die Senioren tun kann und auch muss. Denn ich denke, alte Menschen, genauso wie junge Menschen, die noch mehr, aber auch alte Menschen brauchen eine Zukunft. Es kann nicht sein, dass die Leute nur rumhängen und dass nur existenzielle Überlebensfragen geklärt werden. Es ist eine Frage des Wie und des Lebensstils. Es ist genauso für behinderte Menschen, die haben auch ein Recht, ein menschenwürdiges Dasein zu führen und nicht vereinsamt zu leben. Und insofern ist das, wie Menschen das filigran miteinander machen. Das habe ich in Dänemark gelernt. Ich habe Altenpflege in Dänemark gelernt und kennengelernt. Es ist sehr wichtig, dass man gute Menschen mit Kompetenzen ausstattet und denen dann auch Möglichkeiten gibt, in den Quartieren etwas zu entwickeln. Das ist auch einer unserer wichtigen Punkte, dass wir sagen, die Menschen im Quartier, die sind uns am allerwichtigsten, am allernächsten dran. Die Stadt ist okay, über Land ist gut, international ist gut, aber die Menschen um uns herum, die wir erreichen können, für die sind wir besonders gerne da. Ihr seid natürlich in ganz Braunschweig und auch über Braunschweig hinaus bekannt, aber wir reden vom westlichen Ringgebiet. Die Leute, die in eurer Nähe sind, dass die zu euch kommen können, jederzeit mit Das ist so. Allen Dingen, die entweder kaputt gegangen sind oder einfach um ihre Interessen zu pflegen oder weiter in den heimwerklichen Sachen weitermachen zu können, was sie auch während ihres Berufslebens auch hatten. Dass das halt erhalten bleibt und dieses lebenslange Lernen auch erhalten bleibt und die Lebenskraft erhalten bleibt. Ja. Ne? Darum. Ja. Aber ihr habt auch was Schönes gesagt. Wir sind auch für uns selber da. Ja. Mhm. Ja, und das hängt natürlich mit dem Wie vor Ort zusammen. Wir haben uns ein Milieu geschaffen, was uns Menschen ermöglichen. Unsere Förderer, vielen Dank, alle unsere Förderer, ganz besonders das Unternehmen BMA, bei denen wir beheimatet sind und deren Räumlichkeiten wir nutzen dürfen gegen ein sehr kleines Entgelt. Und zwar sehr große Räumlichkeiten. Sehr große und sehr schöne Räumlichkeiten. Du hast uns ja besucht. Wunderbare Räumlichkeiten. Eine 100 Jahre alte Fabrik mit einer riesengroßen Werkstatt. Das kann man ja im Internet sehen oder uns auch gerne dienstags oder mittwochs besuchen. Dann sieht man das mal. Und wir haben Galerieräume, wo die Künstler sind, wo ihr Aktzeichnen macht und wo unsere Musiker und Theaterleute arbeiten und wo die Rollstühle repariert werden. Also wir haben ganz vielseitig genutzte Räume. Eine große Werkhalle, die hat wirklich Charakter. Und eigentlich ist das bei uns, bei die Malochas so wie immer in die alten Fabriken hier in den Revier. Ne? Das ist unsere Basilika. Ja, wir haben gesagt, das ist die Arche, in der gesammelt wird, in der Menschen etwas Sinnvolles für andere und mit anderen tun. Und ich möchte auch sagen, nicht nur die Alten sind uns da wichtig, sondern wir haben so Projekte. Martin, mit dir haben wir mal, du hast ja das Projekt Einfache Sprache ehrenamtlich mitentwickelt und auch andere Projekte mit der Lebenshilfe warst du mal mit Jugendlichen da. Ja, die wurden an handwerkliches Arbeiten herangeführt. Dann kommen die einfach und dann können die das bei uns machen. Das finde ich sehr schön. Wir ermöglichen Dinge, die sonst eben
nicht so leicht möglich sind. Mhm. Und das ist eigentlich das Bonbon von Antirost. Wir haben auch schon häufig mit kleinen Hilfen, die wir einfach so abgeben können, weil wir eben damit kein Geld verdienen müssen, Menschen eine große Freude bereitet. Und das ist für uns immer besonders schön. Insofern sammeln wir natürlich. Und wir haben tolle Räume. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel sammeln. Ne? Ja, wir sammeln auch Kronkorken, ne? Ach ja, dein Job. Für das Tell-Eulenspiegel-Museum. Ja. Wir sammeln schon über 5 Jahre, 6 Jahre. Wie viel tausend? 5, 6 Jahre. Also wie viel tausend hast du gesammelt? Ich habe nicht ausgerechnet, aber ja. Pro Monat sind das 60 Kilo. Die bringe ich immer zur Alba, da gibt es so einen extra Container. Trinkst du die alle selbst? Ja, nur ich. Die Mineralwasserflaschen. Ich suche noch einen Nachfolger. Die kleinen. Ja, und dann erfinde ich auch so kleine Geschichten über Till Eulenspiegel, wie der heute so rumläuft. Ne? Ich habe ihm praktisch so einen Mantel angedichtet mit einer Magnetmotor unten, weil er sich nicht mehr bücken kann. Und immer wenn er durch die Straßen geht, schwupp, dann schwuppen die Kronkorken gegen seinen Saum. Und abends schüttelt er die dann ab und dann bringt er die zu Alba. Also ja. Solche kleinen Oder Storys. Zu Antirost. Bitte? Zu Antirost. Oder zu Antirost, ja. Und ich bin dann sein Assistent und bringe das weg. Verstehe. Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt noch mal zu Martin und stellen Martin und seine Design-Sachen vor. Du machst ja auch ganz viel im westlichen Ringgebiet, auch viel ehrenamtlich, wie eben gerade schon angesprochen. Die Sache mit der leichten Sprache, aber ich komme noch mal auf Günther zurück. Der hat über dich so was Schönes gesagt, das wollte ich jetzt mal verlesen. Mhm. Er hat gesagt, der Martin, der ist dem Leben auf der Spur. Ein feiner Beobachter und er kommt an die Erkenntnis des Lebens heran. Ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Sehr schön gesagt. Ja, ich bin in der Tat ein ganz guter Beobachter so. Und ja, diese Erkenntnisse, die findet man doch auch häufig bei der älteren Generation, habe ich festgestellt. Also ich habe mal Industriedesign studiert hier in Braunschweig an der HBK und habe ein Produkt für die ältere Generation entwickelt und habe mich auch intensiv mit der älteren Generation beschäftigt, um eben sowas entwickeln zu können. Und das ist die Lebenserfahrung, die in so einem Menschen steckt. Ne? Die Gelassenheit, die irgendwann kommt und auch die Weisheiten, die dahinter stehen. So, ne? Und wenn man die verinnerlicht, dann kommt man schon ein Stück weiter, so, ne? So ungefähr. Ja, also ich bin Braunschweiger so, und bin so vor gut 25 Jahren ins Westliche gezogen, wegen dem Studium. Produktdesign, Industriedesign habe ich an der HBK studiert und davor habe ich eine Ausbildung als Werkzeugmacher genossen. Da kommen haben wir wieder eine Verbindung, also ich kann auch Bohrer anschleifen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ich bin also auch Metaller, ne? Sozusagen Metallfacharbeiter. Und nach dem Studium, da habe ich mich dann entschlossen, also mich selbstständig zu machen als Grafikdesigner. Das kam aber auch so schleichend sozusagen. Das hat mal mit einem Auftrag angefangen. Ich bin so ein Ja-Sager. Ich habe einfach Ja gesagt. Und die Frage war, ich sollte ein großes Plakat machen. Ein riesiges Plakat für die ehemalige Husarenkaserne. Da wurden neue Häuser gebaut. Und es gab auch noch nichts. Es war eine Rohbaustelle. Ich hatte keine Ahnung von der technischen Herstellung eines Plakates. Ich hatte keine Kamera. Ich wusste eigentlich gar nichts. Habe aber Ja gesagt, ich mache das. Ne? Dann habe ich mich da mit einem Kran hochziehen lassen auf dem Gelände, um Fotos zu machen. Habe mich darüber schwenken lassen. So. Die Kamera hatte ich mir an der HBK ausgeliehen. Und da bin ich in die Druckerei am Frankfurter Platz gegangen. Die haben mir ein paar Tipps gegeben, wie man sowas technisch herstellt. Und dann habe ich noch eine zweite Fotoserie gemacht. Und das war dann der erste Auftrag sozusagen. Ne? Und das mache ich eigentlich bis heute so ähnlich. Also ich finde immer eine Lösung für alles. Und das ist so der Weg. Also die Einfälle, die man da hat, die kommen nicht unter der Dusche, sondern die entstehen einfach durch Beobachtung, durch Zuhören, durch Analyse, durch ein Konzept. Also das, was man im Studium auch lernt. Und da kann man auch individuelle Lösungen entwickeln. Ne? Das sind so die Sachen, die ich zu meinen grafischen Sachen so grob sagen kann. Im Westlichen kenne ich mich sehr gut aus, das ist meine Westentasche, sage ich immer. Bin auch als Kulturschaffender unterwegs, also Richtung Malerei, Zeichnung, Fotografie. Und bei mir zu Hause, da lebt der Geist von William Turner, im Hintergrund ähnlich zu sehen, aber auch von Lionel Feininger, Marcel Duchamp,
Und andere, Caspar David Friedrich. Ich war mal mit dem Fahrrad an der Ostsee unterwegs, habe Tuschezeichnungen gemacht, mich auf die Pfade begeben von Feininger und Caspar David Friedrich. Die waren ja beide damals unterwegs, zu verschiedenen Zeiten logischerweise. Ne? Und ja, das ist so mein Privatvergnügen, also die Malerei. Das ist so ein Lebensmittel. Kunst und Kultur ist für mich Lebensmittel. Und das sind so Dinge, die ich dann, ja, privat betreibe. Ne? Und dazu fällt mir ein, dass du ja auch ein Buch rausgegeben hast, Street Art and Graffiti im westlichen Ringgebiet. Ja, richtig. Das ist jetzt ein Projekt, was letztes Jahr zu Weihnachten fertig wurde. Das kann ich auch mal kurz zeigen. Was auch im Kufa. Genau, das kann man hier auch im Kuferhaus erwerben. Das kann man in den kulturellen Einrichtungen erwerben, im westlichen Ringgebiet, aber auch darüber hinaus bei Graf, bei den Boardjunkies. Kletterzentrum hier, beim Sprung und so weiter, beim Mockerbär. Und die Verkaufsstellen wollte ich ein bisschen mit einweben. Und das Buch hat 80 Seiten, sind 20 Jahre Graffiti, Street Art und Graffiti im westlichen Ringgebiet drin. Verschiedenste Orte, wo Fabriken, die es heute nicht mehr gibt, abgebildet werden mit Graffitis. Und die existieren meistens nicht lange. Die sind meistens wieder weg, kurze Zeit später. Und diese sogenannte Freiluftgalerie verändert sich ständig. Und ich habe es einfach mal dokumentiert. Ne? Und das ganze Buch lohnt sich. Es kostet nur 5 Euro plus Spende an die Kulturorte. Die ist immer herzlich willkommen. Und das ist ein Buch von mittlerweile 6 Büchern, die ich gestaltet habe. Und das ist aber das aktuellste im Moment. Ja, 4 weitere Bücher hast du gemeinsam mit dem Klaus Hoffmann gemacht, der dem früheren Heimatpfleger fürs Westliche, Stadtteilgeschichte. Die sind auch richtig schön geworden. Ich habe mir die jetzt jüngst erst angeguckt. Ja, also Klaus Hoffmann ist der Stadtteilheimatpfleger. Mit dem habe ich auch zusammengearbeitet. Der ist auch wiederum bei Antirost beheimatet. Und er hat die ganzen Informationen zusammengetragen, hat mir Bildmaterial gegeben. Und es gibt 4 Bände. Ich habe jetzt mal historische Gaststätten rausgesucht hier. Und das sind die ganzen Kneipen und Restaurants, Gaststätten, die es im westlichen Ringgebiet mal gab. Also sag mal so grob 100 Jahre. Und die Geschichten dazu, die Lebensweisen sind hier drin. Also es gab damals keinen Fernseher. Ne? Die sind alle in den Kneipen gewesen. Und wie sich das alles verändert hat. Ne? Die Stehbierhallen, wo die Arbeiter, das sind Arbeiterviertel, ne? Wo die Leute reingegangen sind, haben sich im Stehen schnelles Bier geholt und den Lohn versoffen. Deswegen kamen freitags immer die Frauen ans Werkstor und haben das Geld abgenommen. Ne? Und da gibt es mittlerweile jetzt 4 Bände über die Stadtteilgeschichte im westlichen Ringgebiet. Die durfte ich dann auch gestalten und konzipieren. So, ne? Ja, mhm. Aber wenn ich richtig informiert bin, sind diese Bücher vergriffen, ne? Die sind größtenteils vergriffen. Mhm. Es gibt das letzte Buch, Maschinen, Fußbälle und Konserven. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Da gab es eine Zweitauflage. Aber man kriegt es in der Stadtbibliothek zum Ausleihen. Da kann man jederzeit reingucken. Und bei Antirost haben wir noch eine ganze Menge Exemplare, falls jemand interessiert ist. Okay. Diese Stadtteilgeschichte. Ich reserviere jetzt alle 4. Hm? Ja? Mhm. Ja, gut. Ich guck mal, was wir finden. Das sollst du sehr gerne bekommen von uns. Ja. Sehr schön. Ja, also Bücher sind ein Teil von dem, was ich grafisch mache. Ne? Das ist also ein sehr breites Spektrum, was ich da abdecke. Mhm. Hauptsächlich im Printbereich. Das geht von der Visitenkarte bis zum großen Messestand. Da habe ich auch einfach mal ja gesagt. Da habe ich einen sehr großen Messestand mit 70 Quadratmetern für eine Flugzeugmesse konzipiert, grafischer Art. In Paris hat die stattgefunden und ich habe das online von hier alles grafisch vorbereitet. Und auf dem Punkt, 2 Wochen vor der Messe und 3 Wochen später habe ich Fotos bekommen, wie es dann alles fertig war. So, ne? Das sind also ganz unterschiedlichste Sachen. Alles, was man bedrucken kann im Prinzip. Ne? Das mache ich so. Aber auch im Dreidimensionalen, also ich bin ja Werkzeugmacher, kenne mich mit technischen Sachen sehr gut aus. Technisches Zeichnen kenne ich von der Pike auf und kann also auch Räume konzipieren, grafische Sachen dafür oder auch Tresenentwürfe habe ich mal gemacht. Das meiste ist zweidimensional, aber geht auch ins Dreidimensionale. Ne? Das geht auch. Wenn ich vielleicht noch mal ergänzen darf, also im Sinne der lokalen Ökonomie können wir das nur sehr empfehlen, dass Betriebe, die hier ansässig sind, aber auch sonst in Braunschweig, deine Professionalität nutzen sollten.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es einfach unglaublich feinsinnig ist, wie du dich an die Dinge herantastest. Und du bist unser Berater. Wir machen auch unsere Zeitung und andere Dinge, unser Konzept, Werbekonzept. Wir haben auch gute andere Leute wie Lothar Städtler und eine ganze Fülle von Leuten, die grafisch und im Druckgewerbe tätig sind. Aber im Finale ist uns dein Rat immer noch mal wichtig, weil wir wissen, welche Kompetenz du hast und vor allen Dingen auch, du hast Kenntnis von dem Milieu, in dem wir arbeiten. Und das ist unschätzbar wichtig, jetzt gerade für unser Klientel auch. Und du hast uns da schon sehr geholfen. Vielen Dank auch dafür. Ja, ich danke auch. Ja, da haben wir in der Tat schon viel zusammengearbeitet, auch mit Lothar Städter zusammen. Habe ich die ganzen Theaterplakate umgesetzt, er bereitet die vor. Wir wollen ja eine Ausstellung machen über 15 Jahre Kultur bei Ante Rost. Unsere Plakate zu den Theatergruppen, zu den Konzerten, die bei uns waren. Und da wollen wir das ja dann auch mit dir auf den Weg bringen gemeinsam. Also wir arbeiten zusammen erst, wir sind seine Kunden, wenn wir uns das erlauben können. Wir haben ja immer nur einen kleinen Etat. Aber wenn es geht, dann machen wir das sehr gerne. Und ansonsten bist du auch unser Freund und auch unser freundschaftlicher Berater. Und da müssen wir immer den richtigen Weg finden, immer gucken, was machbar ist. Denn ich finde auch gerade hier, wir können nicht nur Leute aussaugen, sondern wir müssen sie unterstützen. Und das finde ich sehr wichtig. Mhm. Ja, vielleicht noch einen Satz zu dem Thema Klaus Hoffmann und das Thema Industriekultur. Du hast vom kleinsten Industriemuseum gesprochen und so. Das sind alles Dinge. Wir haben den Charme und den Geruch dieses Quartiers, der doch durch die Arbeiterschaft sehr bestimmt war. Wir haben zum Beispiel, hier gab es ja die Lutherwerke. Jochen Luther ist jetzt gerade verstorben im letzten Herbst. Wir haben zu seiner Familie, zu seiner Tochter und auch wir haben zu ihm selbst Kontakt gehabt. Ich habe ihn vor kurzem in Davos mal getroffen und er hat Ante Rost besucht und hat dort die Schilder aus seinem Betrieb gehabt, aus dem Tankbaubereich, berufsgenossenschaftliche Schilder, die speziell für den Bereich angeschafft wurden. Die hat er bei uns gesehen, da kamen ihm fast die Tränen. Wir haben die alten Schilder, die Blechschilder der Berufsgenossenschaft. Und das ist ein Beispiel für Industriegeschichte. Wir haben auch das alte Firmenschild, das habe ich privat aus meinem Umfeld bekommen, von den Wilke-Werken. Das, was am Eingang hing. Und wir sind ganz stolz darauf, dass wir von MIAG ein altes Emailleschild haben und von AEG, AEG Telefunken, die ihre Niederlassung hier hatten. Also dieses Thema Industriegeschichte, Industriekultur, das ist bei uns auch lokalisiert. Und deshalb freuen wir uns, dass der Horst Splett und sein Arbeitskreis und die Braunschweigische Landschaft und Arndt Gutzeit und all diese Leute, die auch das Ringglas hier mit entwickelt haben, dass wir die unterstützen können. Und das tun wir. Und das ist eigentlich die größte Freude, dass wir hier im Netzwerk nicht gegeneinander, sondern füreinander da sind und uns gegenseitig unterstützen. Also auch das Mütterzentrum, Mehrgenerationenhaus, Flickwerk, egal was es, oder die Handwerker in der Weststadt. Das macht eigentlich unsere ehrenamtliche Arbeit im Quartier aus, dass wir zusammenarbeiten und dass wir uns ergänzen und dass wir uns nicht aufs Kreuz legen. Das Berufsleben ist schlimm genug. Und wenn man dann danach freundschaftlich und ehrlich zusammenarbeiten kann, dann ist das auch für uns immer eine ganz gute Genugtuung. Und deshalb ist dieses Thema Industriegeschichte, glaube ich, bei uns, aber auch natürlich hier in den anderen Einrichtungen gut unterwegs. Ja, ich merke immer mehr, wie das westliche Ringgebiet wirklich gut vernetzt ist und wie das alles ineinander greift. Ich möchte aber doch noch mal zu Martin kommen, der gesagt hat, Kreativität schützt nicht vor Ideen. Finde ich auch einen super tollen Satz. Ja. Wie meinst du den? Wie ich den meine? Ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen. Ich finde für alles eine Lösung. Und also ich bin durchweg ein kreativer Mensch sozusagen. Und es sind aber nicht nur Ideen, es geht auch noch Konzept, ne? Das dann am Ende dann rauskommt und auf den Punkt genau gestaltet werden kann. Aber das ist so ein Leitspruch, den ich mir mal überlegt habe, so, ne? Und der kommt auch immer hin. Also ich bin schon vor einige Probleme in Häkchen gestellt worden oder mir wurden Aufgaben gestellt. Und wenn man sich mit den Dingen auseinandersetzt, kommt man dann auch immer zu dieser Lösung. Und ich habe auch noch ein zweites Feld im grafischen Bereich. Also ich habe mal mit einer Kollegin, Frau Bettina Mikail, den Verbund Leichte Sprache in Braunschweig gegründet. Und leichte Sprache ist maximal vereinfachtes Deutsch, also vom Standarddeutsch übersetzt
in maximal vereinfachtes Deutsch mit ganz kurzen Sätzen, die nur eine Aussage haben, reduzierten Inhalt und so weiter, sehr verständlich. Und da muss es eben dann auch auf den Punkt gebracht werden. Und ergänzend zu dem Text, zu der Sprache, gehört auch die Gestaltung genauso gut. Also es muss auch so aufbereitet werden, dass es erfassbar wird. Es gibt eine Bebilderung dazu zum Beispiel. Da entwickle ich speziell Piktogramme zu einzelnen Begriffen oder zu Themen. Und das kann man eben auch sehr präzise machen, sachlich machen. Und damit ist Menschen geholfen, die nicht so gut lesen können. Das sind im Übrigen, wir haben es ausgerechnet nach einer Studie der Universität Hamburg, es sind 70.000 Braunschweiger und Braunschweigerinnen, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben, bei einem Wortschatz auf Grundschulniveau. Hm. Das haben wir aus dieser Studie mal abgeleitet. Ne? Das sind so 32,6% der Bevölkerung in Deutschland. Und das sind zum Beispiel auch, ist die ältere Generation, also wenn man das kognitive Denken nachlässt, im Hochalter zum Beispiel, das sind Menschen, die beeinträchtigt sind, Menschen, die einen Schlaganfall hatten zum Beispiel, Zugewanderte, das können aber auch Touristen sein. Und also es sind ganz unterschiedliche Menschen, so, ne, denen das hilft. Und da bieten wir unsere Dienstleistungen an und bauen die sprachlichen Barrieren ab. Das ist ein sehr tolles Projekt. Ja, das ist ein sehr schönes Projekt auch insgesamt. Ne? Und wir hoffen auch, dass es auch in Braunschweig mehr dazu kommt, also dass die leichte Sprache noch sichtbarer wird. Das ist noch sehr verhalten. In anderen Städten, die sind schon etwas weiter mit dieser vereinfachten Form der Sprache. Und, aber wir sind sicher, das wird langfristig, wird das sich das auch irgendwann durchsetzen. Also überall durchgängig. So, ne? Die Generation wird immer älter und die Welt wird vielleicht nicht einfacher, sage ich mal. Ne? Nee, die Welt wird nicht einfacher. Wir sind schon fast am Ende angekommen, aber ich möchte euch auf alle Fälle noch fragen, wie war das letzte Jahr unter Corona und wie geht es jetzt weiter? Wie war das für dich? Wie war es für mich? Es gibt mehrere Seiten, sagen wir mal so. Beruflich war es eine Katastrophe für mich, weil im Prinzip das ganze Umfeld zusammengebrochen ist, also der Auftraggeber. Es war quasi Funkstille. Es gab keine Werbung mehr, keine Flyer, keine Konzerte, gar nichts mehr. Und da hatte ich dann noch ein paar kleine Aufträge und habe dann aber auch dieses Buch Street Art und Graffiti, die Idee hatte ich dazu und habe dann einen Förderantrag gestellt und habe in der Zeit dieses Buch gemacht unter anderem. Aber alles andere drumherum ist abgebröckelt und kommt jetzt ganz langsam wieder in Gang. Also es gibt die ersten Flyer, die Plakate, Broschüren und so weiter. Ne? Aber es ist noch alles noch sehr verhalten. Privat bin ich da sehr gut mit zurechtgekommen, so, weil es auch so ein bisschen entschleunigt. Also das Drumherum, ich bin eh selber entschleunigt und ausgeglichen in der Regel, aber die Welt drumherum hat sich ein bisschen verändert. Und ich habe da auch durchaus positive Dinge gesehen, abgesehen von der schlimmen Pandemie. Und unter anderem habe ich mich dann noch wieder der Malerei stärker gewidmet. Und da ist zum Beispiel ein Bild entstanden, was hinter mir hängt. Ich kann vielleicht mal kurz zur Seite gehen, dann sieht man es vielleicht noch deutlicher. Das ist die stürmische Ruhe, so nenne ich das. Und das habe ich an einem Silvesterabend 2019 angefangen zu malen. Und in dieser Zeit, wo Corona so die ersten Male so in die Medien kam, mehr oder weniger. Ne? Und das ist eigentlich die Vorzeit, vor Corona noch. Und deshalb ist es halt die stürmische Ruhe so. Ne? Das, in dem Bild ist beides drin. Also gewaltige Kräfte, aber auch eine gewisse Art von Ruhe. Und der Stil, der ist wiederum bei William Turner angelehnt, den ich sehr schätze und von dem auch öfter mal was kopiert habe und mir den einfach angeeignet habe. So, ne? Ja, wie war das bei euch? Ihr konntet wahrscheinlich etwas weniger reparieren. Unsere Werkstatt war durchaus einen kleinen Spalt breit geöffnet. Wir hatten zwei Leute, unseren Hausmeister Kuschi und unseren Tischler Manfred, die sozusagen die Fahne hochgehalten haben. Denn wir haben ja es ist ja Teil der Fabrik, unsere Halle. Und dort ist die Energieeinspeisung für von uns Alten, für
Elektrik und vor allen Dingen die Fernwärme. Und das musste ja auch alles immer gecheckt werden, diese Anlagen. Da hat man also auch ohnehin den Zugang immer gehabt. Und wir konnten dort arbeiten und haben so kleine Reparaturen auch für andere durchgeführt. Notdürftige Dinge, aber wir durften uns nicht treffen. Und Antirost ist ein Seniorentreffpunkt. Und es ist auch kein Ersatz. Erstens können das unsere Leute nicht und zweitens haben sie die Technik dafür nicht. Wenn man online ein Online-Meeting macht, das kann man, um bestimmte Dinge zu koordinieren, von der Arbeit her, für den Verein, kann man sowas machen, da sind wir auch dabei. Aber das eigentliche Treffen macht es aus, dass Menschen sich begegnen, dass man eine Flasche Bier erzählt und dass man mal lacht und erzählt. Und es ist was, eine ganz andere Qualität, wenn man sich haptisch begegnet an einem Ort. Und deshalb war es für uns eine sehr schwere Zeit. Wir haben Mitglieder gehabt, die gestorben sind. Wir haben die mit Corona gestorben sind. Ob sie nun an Corona gestorben sind, weiß ich nicht. Dazu gehört leider auch Willi Meister, den ich noch mal ganz ausdrücklich erwähnen möchte. Mr. Rinkler ist der hier, auch hier rings um das Kufa-Haus. Der hat hier so viele Projekte. Jüdebrunnen, Antirost und viele, viele Dinge mehr hat er angeschoben. Und der ist plötzlich in allerkürzester Zeit verstorben. Wir konnten ihn eigentlich kaum würdig beerdigen. Wir haben es dann geschafft im allerkleinsten Kreis. Aber der Willi fehlt uns. Der hat übrigens mit mir zusammen vor 18 Jahren das tolle Quartier gefunden. Die BMA. Haben wir abends einen Rundgang gemacht. Und Willi war derjenige, der gesagt hat, guck mal, der Schornstein, das ist der Fingerzeig vom lieben Gott. Und daneben war die Kathedrale oder die Arche, die Kathedrale der Arbeit. Ja, Willi haben wir sehr viel zu verdanken, den haben wir leider verloren. Und es ist auch ein Skatbruder von uns gestorben. Und es gibt Vereinsamungseffekte bei einzelnen Menschen. Ein Beispiel von einem Kollegen ist die Frau im Pflegeheim, ist dement. Und das ist eine ganz schwierige Situation für ihn, alleine zu leben. Und er konnte praktisch seine Frau durch die Prozesse, es war nicht möglich, sie zu besuchen. Und es ist äußerst problematisch. Die Vereinsamung, das ist nur ein Beispiel, die Vereinsamung und Veränderung von Menschen. Es sind die letzten Lebensjahre und es kann dann so schnell bergab gehen. Ich komme ja aus der Altenpflege, wie ich sagte, und ich weiß, wie wichtig es ist, aktiv zu sein. Und übrigens das Einzige, auch wenn ihr fit bleiben wollt, ist, macht was. Das kann ich nur sagen. Insofern machen wir nicht was für andere, sondern wir machen in erster Linie auch was für uns. Macht was. Ich selbst habe die Zeit genossen. Ich habe endlich mal mehr Zeit für mich gehabt, für meine Familie, für mein Haus, für die Dinge, die mir noch wichtig sind. Und mir selbst hat diese Zeit auch was Positives gebracht, nämlich nachzudenken über die Dinge, die in unserer Gesellschaft schieflaufen, über die Dinge, die ich noch erledigen will und tun kann und über die Dinge, über die ich mich freuen kann. Einfach schöne Sachen. Wenn ich darf, würde ich gerne noch ein paar ganz kurze Projekte anreißen, weil das macht Antirost aus. Projekte mit Kindern, wie dieses Mausefallenauto, das haben wir jetzt vor kurzem mit einem Kollegen gebaut. Wir haben Gießereiprojekte, Lötprojekte, wo Mädchen den Lötkolben schwingen. Das war ein reisendes Projekt für Mädchen. Wir haben, das war doch der Pfennig, da haben wir ein Gießereiprojekt gemacht. Da haben wir Klanginstrumente, Glocken draus gegossen, sowas haben wir gemacht. Wir haben als Projektzeichen für Alt und Jung, haben wir diese Hände. No, das ist nicht die SED, sondern das ist eben Alt und Jung bei Antirost. Und wir haben hier Dekadensteine gegossen. Ja. Das war auch ein Projekt, was Willi Meister angeschoben hat. Braunschweiger Zeitschiene für die damaligen Förderer. Wir haben ganz viel immer für das Quartier gemacht, mit dem Quartier. Und wenn ich dann weiter zeigen darf, wir haben für unsere Städtepartnerschaft ganz viel getan. Wir haben echte Freundschaft an der Basis mit den Magdeburgern entwickelt. Die Magdeburger Sozialverwaltung ist bei uns mehrfach zu Besuch gewesen. Wir haben Kontakt mit dem Technikmuseum Magdeburg, auch für das Thema Industriekultur, ein fantastisches Museum. Und hier hat uns die Magdeburger Sozialverwaltung einmal bescheinigt, das waren alles Experten, die waren eine Woche bei uns. Und die haben uns zu unserem Jubiläum vor 5 Jahren, das war zum 10-Jährigen, ist schon länger her, haben sie uns bestätigt, was uns eigentlich ausmacht und wie Arbeit im Quartier aussehen sollte. Und wir haben sehr oft
Leute da, die gucken, was wir machen, wie wir das machen. Und wir sind auch daran interessiert, immer wieder zu lernen und weiterzumachen. Das wollen wir für die Zukunft. Wir haben seit ganz kurzem, seit Anfang August wieder geöffnet. Wir wollen wieder mit Zukunftswerkstätten und mit Dingen nach vorne gehen. Wir wollen Menschen erreichen. Wir wollen bescheiden bleiben, mit wenigen Mitteln viel bewegen, knappe Kasse leben und verrückt und bunt sein. Und ich sage noch mal das eine Motto, das hat mir gut gefallen. Wir haben ein entsprechendes Motto, Fantasie statt Vorschrift. Gebt den Leuten die Freiheit und das Wissen und einen Gestaltungsraum und dann wird da was draus. Ich habe das auch in Dänemark gelernt. Die Verwaltungen sind nicht so engmaschig und nicht überall so gleichgeschaltet, sondern die haben viel mehr Freiheiten. Ist halt auch ein kleineres Land. Aber da kann man sehr viel lernen und das macht uns Hoffnung und wir haben Hoffnung und wir machen weiter und wir treten an. Und wenn jemand Lust haben sollte, wir brauchen vor allen Dingen noch ein paar Schreibkräfte, Leute, die so mal Protokolle gut zusammenfassen können und vielleicht auch so mit weiblichem Charme unsere Arbeit ergänzen können. Das wünschen wir uns. Vielen Dank für die Vorstellung von Antirost und auch die Menschen dahinter haben wir jetzt kennengelernt. Ja. Nach der Frauenquote habe ich jetzt nicht mehr gefragt, aber die wird sich sicherlich peu à peu erhöhen. 10%. Martin und sein Markwort-Design haben wir jetzt auch reichlich kennengelernt und auch das Ehrenamt, was bei dir auch eine wichtige Rolle eingenommen hat und bei euch sowieso. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich merke immer mehr, wie alles miteinander zusammenhängt und sich vernetzt, wie es wirklich unglaublich gut hier im westlichen Ringgebiet vernetzt ist. Denn nächste Woche begrüßen wir nämlich die beiden Heimatpfleger, also den amtierenden Heiko Krause und auch seinen Vorgänger Klaus Hoffmann, von dem er unwahrscheinlich viel gelernt hat. Und bin ich auch schon sehr gespannt auf das Interview. Ja. So, bleibt neugierig, macht's gut. Tschüssi. Tschüss.